Okay, Folge 16, herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch in dem Zwischenspeicher habe. Ich muss gerade mal kurz testen. Es kam jetzt gerade nochmal die Ansage, dass der Schönheitschirurg nicht IC ausgespielt werden soll. Man soll einfach hinreiten und machen. Heißt im Endeffekt, ist der Umkehrschluss, dass es dann auch keinen Meta-Vorwurf geben wird. Das Ding ist, das Regelwerk an sich ist gar nicht so komplex, was Power RP Meta angeht. Das wurde alles gar nicht erwähnt. Es wurde einfach auf die goldene Regel, sei kein Idiot, runtergebrochen im Endeffekt. Ich bin es halt nur so gewöhnt mit Power RP Regeln, mit Meta Regeln und so. Bin da entsprechend halt auch sehr vorsichtig. Aber ja, wenn so eine Ansage kommt, macht es einfach, dann. Wollen die das einfach das Thema durchhaben im Endeffekt? Das heißt, ich muss auch nicht darauf warten, dass ich da irgendwie darauf aufmerksam werde, dass es irgendwie Sinn macht. Ich kann einfach kommentarlos mich dahin begeben und den Bart wieder färben. Dementsprechend werden wir das auch so machen. So, ich habe auch die Folge 0. Folge 0 als Referenz. So, sorry, ich musste gerade gucken, dass der Teamspeak aktiv ist, dass das mit dem Plugin nicht durcheinander ist, weil ich gemutet bin. Hab die Folge 0 als Referenz offen und dementsprechend der Stil von den Haaren ist richtig und vom Bart. Es muss nur die Farbe einmal gemacht werden und die Augenfarbe. Dann wird das schon passen. Code und Tie. So, Alter, die Dingens lassen wir an. Ja, das heißt, ich kann kommentarlos dahin. Und ja. Macht das im Prinzip auch dann gleich. Ich schieße vielleicht noch ein, zwei Viecher und dann mache ich einfach direkt nach Saint-Denis und verkaufe in Saint-Denis auch das Fleisch eben. Damit das Thema einfach durch ist. Ich weiß auch nicht, wie lange der Schönheitschirurg bleibt. Und dann passt das. So. Heißt, ich muss sinngemäß noch ein bisschen hier runter, beziehungsweise geradeaus. So diese Richtung. Kann auch ein, zwei Viecher schießen und dann ist gut. Ich glaube, die Sonne geht wieder unter. Ja. Jackrabbit. Der Wind steht gut. So, ich glaube, nachdem ich das Video gesehen habe, ist es tendenziell die Spitze. Beziehungsweise, ich glaube, die Wahrheit liegt so ziemlich in der Mitte. Ich glaube, bei dem Vieh ist es auch relativ Wumpe. Also, es ist entweder die Spitze oder das Rechteck, vielleicht auch die Mitte davon. Ich halte es jetzt erstmal mit der Mitte. Ja, klar, jetzt hat er mich gesehen. Ich wollte es gerade testen.
trotzdem drüber? Ich muss klicken, nicht rechtsklicken. Ach. Ich drücke immer auf Nachladen, ist Quatsch. Aber egal. Es ist ja ein Repetierding mit 200 Schuss auf diesem Ding. So, dann Spitze. Ja. Halten wir es mal mit der Spitze. Fleischer gibt es noch nicht, dementsprechend kannst du Viech liegen lassen. 40 Cent verdient. Wey. Genau andersrum. Sind Wagenspuren. Die müssten konstanter sein. Kutschen haben wir noch nicht. Der Wind steht perfekt für die Richtung, die ich laufe. Sichere irgendwelche Rotwild. Turkey. Sehe das Vieh kaum. Wo ist denn da vorne und hinten? Check ich nicht. Naja, Kaliber ist groß genug. Einfach rennen. Das war ein Blatt. Wow. Okay, jetzt sehe ich es auch. Ich habe auf ein Blatt geballert. Doch nicht, das war doch so ein Vieh, aber. Krass. Ja, lauf. Quietsch. So, hier müsste noch irgendwo. Ja. Sie suchen jemanden? Sie haben sich nicht für mich interessiert, sonst hätte ich die Hände hochgehoben. Wie auch direkt die mysteriöse Musik losgeht. So, hu, da reiten Indianer, das Spiel direkt so, hu, Danger.
Aber sind die eigentlich ganz lieb. So, um den See rum. Ist nichts. Ist ein Pferd. Und einer, der am Fischen ist. Oh, einer ist gut. Besondere Note dann, Sir. Sorry, Monsieur. Howdy, Sir. Ich rede etwas leiser, damit die Fische nicht wegschwimmen. Alles gut? Funktioniert hier? Ja, bei mir nicht so. Ja, nicht? Bei Also ich hatte einen kleinen Hecht eben gefangen. Es geht, es geht. Oi. Ein Hecht? Ich glaube, es war ein Hecht. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Oi, viel Erfolg. Wie sagt man? Petri-Ei. Keine Ahnung, wie man das nennt, aber Ich glaube, so heißt. Oi. Au revoir. Ciao. Ja, Petri Heil ohne H, natürlich. Sui Francaise. Ja, ich lass die da mal machen. Ich baller da jetzt nicht so bei denen 3 Meter von der Nase rum. Ja, so, dann wie besprochen, so wird's umgesetzt. Einmal kurz was mampfen und dann machen wir nach Saint-Denis. Ganz meterfrei. Einfach die Schönheitsklinik aufsuchen. Also ja, hier am Fluss trinken kann man sich eine Vergiftung holen. Ja, wie gesagt, kommentarlos. Wie ist denn der Weg? Okay, der Weg führt sowieso an Valentine durch. Dann, ja, machen wir es so. Machen wir es genauso. Hallo, Bonchance. So, man kann, warte mal. Man kann wohl das Gewehr in die Satteltasche ziehen und dann ist es vom Rücken weg, wurde gesagt. Irgendwie nicht so richtig. Naja, egal. Egal, egal. Das ist jetzt aber. Ja. Warte mal, vielleicht, nee, von hier. Oh, nee. Wenn ich jetzt absteige, dann nimmt er das ja wieder. Oder warte mal, meinen die vielleicht Satteltasche? Dann so. Dann hat er es prinzipiell noch, aber offiziell nicht mehr. Dann steckt das aber gleich weg. Wird das gleich wegstecken, wenn er ein Stückchen reitet. Und wenn ich das Pferd dann wegschicke. Ich weiß nicht, ich will das Gewehr jetzt halt auch nicht verlieren.
Ach, immer so kompliziert. Wenn ich es im Prinzip von hier aus wegschicke, ne? Dann müsste das ja jetzt mit dem Gewehr sich verziehen. Also im Prinzip, ich mache das gleich mal unten am Fluss kurz. Wobei ich will eigentlich gar keinen Schnickschnack machen, ehrlich gesagt. Dann habe ich halt ein Gewehr auf dem Rücken, dann ist das so. Müssen die Leute mit leben. Ja, ich will nichts riskieren. Das Ding ist scheiß teuer. Ich brauche mein Geld gerade für einen Sarg. Was? Nein, ich möchte keine komische Einrastfunktion nutzen. Geh weg. Och, ich brauche unbedingt ein bisschen was zu trinken. Problem mit diesem Wasser ist, es kann sehr schmutzig sein, es ist nicht gekocht, man kann davon sehr krank werden. Aber vielleicht ich nehme nochmal die Volantin, die Wasserpumpe. Ich sollte jetzt so einen Dollar ungefähr verdient haben. Dann ab mit dir in den Stall. Habe ich denen ein kleines Kichern entlockt mit dem Petri-Heil? Petri-Eil? Also zumindest sie fand das lustig. Ein bisschen. Salut! Howdy there, friend. Hallo! Ich habe für Sie ein bisschen. Und zwar ein bisschen Fleisch und Wild und Leathers und Feathers und das müsste es soweit sein. Und dann, ich war auch fischen, aber ich habe vergessen, was du siehst. Das ist eine kleine Barsch, wollen Sie auch? Eine kleine Barsch. Kleines Barsch. No. Vielleicht es ist ein Forellenbarsch. So ein kleiner Barsch. So eine kleine Barsch. Ja, genau so. Salut. Muss ich nochmal gucken. War der einfach nur... Ja, der muss ja... Ja, der hat noch nicht geantwortet. Der hat mich gehört, auf jeden Fall. Ich habe ja gerade noch mit denen am Fischteich gesprochen. In der gleichen Session. Ja. Oh, ich gehe noch zu dem Wasser. $0.54 nur. Oh. Ich dachte, ich hatte mehr Fleisch gehabt.
Uff, okay. Naja, 54 Cent. Im Prinzip, ich kann noch Holz hacken. Ich habe genau, ich glaube, 10 Dollar auf der Bank. Oder war das schon weniger? 8 Dollar? Ach, ich weiß noch nicht mal mehr. Das ist ja komplett. Wenn keiner guckt. Ja, hier ein bisschen. So, 54 Cent. Das ist der Salon. Und dann daneben, ich habe die General Store. Und ich möchte eigentlich zu letzterem. Salü. So. Wasser. Im Prinzip, ich kann mir nur Wasser 1 leisten. 60 Cent ein paar Bohnen. Uff. Ein Kaffee. Ich habe eigentlich genug. Ich glaube, ich nehme die oder rote Bohnen. 10 Cent. Oh ja, einmal rote Bohnen, dann immer was. Ja, dann. Das passt. Sorry. Wait. $10 waren. Okay. Sorry. Howdy. Ja, jetzt ist das Gewehr tatsächlich durch die ganze Fummelei zwar noch auf dem Rücken, aber nicht mehr im Inventar. So ist das, wenn man Scheiße versucht und es dann nicht genau weiß, was man tut. Hier war doch auch eine Feuerstelle. Hat jemand aufgestellt gehabt, wa? Ja, die hat jemand aufgestellt gehabt. Okay.
Sorry. Das ist etwas kleine Problem. Sorry. Jetzt habe ich so viel mit der Satteltasche rumgefummelt, dass es wahrscheinlich weg ist, das Gewehr beim nächsten Login. Weil ich habe versucht, es raus zu, also in die Satteltasche zu packen, um es vom Rücken wegzukriegen. Und ja. Okay. Letzte Mal mit Gewehr. Ich könnte jetzt halt ein Support-Ticket schreiben, aber ich denke mir so, ach. Also ja, es war ein Bug, weil ich halt versucht habe und nicht gekonnt. Aber ja. Ich habe wenig Lust da. Ich meine, ich habe halt auch Videobeweis, dass es Blödsinn war, aber ja. Nie so Lust, mich mit dem Support rumzuschlagen. Ich überlege mir das. Vielleicht ist es jetzt auch nur optisch irgendwie weg. Ah, 1844, perfekt. Wir reiten durch die ganze Nacht. Oh, by the way, es regnet. So. Jetzt sehe ich wieder aus wie die letzte Gangster, aber. Ja. Ist einfach, weil es regnet. Ach, natürlich, du hast auch wieder Hunger, aber Chance weg. Natürlich. Oh, und ich habe doch vorne und hinten kein Geld mehr. Ich kann das jetzt nicht IC sagen. Ich mache die Bart-Aktion. Dann quatsche ich mal mit dem Hollister. Und ja. Dann werden wir am Soulzacken nicht herumkommen, weil das mit dem Jagen hat sich jetzt erstmal wieder erledigt. Oder ich habe Glück, mach den nächsten. Wenn ich das nächste Mal wiederkomme, dann ist es halt wieder da, als wenn nichts wäre. Ja, mal schauen. Aber jetzt erstmal noch einmal in Runde nach Saint-Denis. Handy geht wieder steil.
Wir machen so. Sehe ich ihn vielleicht zufällig? Das ist natürlich wieder die perfekte Timing für meine Regenmantel. Oh, ich möchte erst den Board ordentlich haben. Das sieht immer scheiße aus, wenn man noch nicht beim Schönheitsdingens war. Mal sie. Hallo. Boah, das wackelt, ey. Kriegt man davon nicht irgendwie... Ich hoffe, niemand, der das sieht, hat irgendwie Motion Sickness. Ich lasse das mal lieber bleiben. Weil ich habe das Gefühl, wenn jemand mit Bewegung, wenn einem davon schlecht wird, dann... Dann in der Ego-Perspektive. Also ich persönlich habe das Problem nicht mit Motion Sickness, aber ja. Manche haben das ja. Dementsprechend lassen wir das mal schön bleiben. Uey. Wir machen ein bisschen Tempo, weil es ist dunkel. Das schaffst du schon. Ich mache nicht diese Tierquälerei wie andere, aber ein kleines bisschen er verträgt schon. Ich treibe ihn auch nicht mehr an die Grenze, weil Bonchance hat schon mit meinem Gewicht genug zu kämpfen. Und ich wollte gerade den Mantel ausziehen, aber es fängt schon wieder an zu regnen. Salut! Der Wunsing kickt richtig. Ja, das ist halt noch so ein kleiner Bug, dass manchmal Leute neben dem Pferd optisch sind und dann so gerubberbandet werden. Ich muss mir einmal klar machen, wo ich überhaupt herreite. Nicht, dass ich hier wieder durch die Banditennests oder so entblitzen. Naja, alles gut. Ist nur der Sumpf. Ah, Leop. Sind hier schon die Ausläufe auch? Och nö. Gewitter. Und Sumpf und Dunkel. Nachher wahrscheinlich stehen 4 Alligatoren auf der Brücke. Ich kenne doch mein Glück. Ay, no. So gut, ich sehe schon die Stadt. Warum du bist gesprungen? Man reitet links, nicht rechts. Das ist komplett.
In die englische Kolonien, du reitest links. Und das ist ein englischer Staat. Oder Kolonie, ich weiß gar nicht. Ob schon ist ein Bundesstaat. So, hier ist, wie sagt man, der Vorort. Also ich reite schon etwas langsam. Okay, warum wird ein gefährlicher, also wieso wird ein Feind hinter der Schönheitsklinik angezeigt direkt? Das ist ein Quatsch. So. Definitiv nichts da. Oh, Leo. Salut. Salut, Monsieur. Sie können mir rufen. Wie gesagt, dann gehen wir mal irgendwie so auf 100. Wobei, das ist ein normal großer Mensch. Dann ist der Doktor ein bisschen. 2, 3. So. So, jetzt brauche ich einmal mein Referenzbild. Irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist komplett Quatsch gerade. Der sieht ganz anders aus. Die IDs waren noch gar nicht so sehr verschoben. Warte mal, 100 hatten wir, ne? Was ist mit den Augen falsch? Ich vertraue mal drauf, dass es so bleibt, wie es ist.
Da sieht man meine Augen wieder. Ja, irgendwas war mit den Augen, aber jetzt sehe ich sie wieder. Ich habe aber immer noch dieses Phänomen, dass es nur diese Augenfarbe gibt. Das andere ist trotzdem. Okay, dann machen wir so. So, dann stimmt es, wenn ich darauf vertraue, dass alles geblieben ist. Faltennummer war das, ne? Falten 1, Sichtbarkeit war 1. Ich. Ich sehe ehrlich gesagt die Falten gar nicht. Lassen wir mal alles, wie es war. Im Prinzip ist es ja nur die Bartfarbe. Wenn ansonsten alles. Ja, ist gerade die Chance, die Haare nochmal anzugehen. Tama 247. Sieht halt sehr westlich aus. 5-4. 5-4 ist doch ein bisschen Allmann. Vier, drei, vier, zwei, vier, sieben. Ist halt nicht so extrem die Stirn, ne? 4-3-4 hat viel Stirn. Ja, viel zu viel Stirn. Und 5-4. Ja, ist halt so. Ist halt sehr 0815, ne? Scheitel, Pomade. Das gefällt mir schon, ehrlich gesagt. Oder halt der kleine Afro. Naja, wir wollen ja langsam auch in Saint-Denis ankommen, deswegen machen wir mal ein bisschen fancy. So, okay, dann lassen wir alles ansonsten, wie es ist. Ja, klar. So, Okay. So, dann ich suche mir mal eine kleine Ecke. Eine ganz kleine Ecke. Ich will es jetzt halt wissen, ob das Gewehr weg ist, ja oder nein. Ich brauche Gewissheit. Ich will auch nicht auf irgendwelche Grundstücke jetzt stehen. Wir machen das hier. Ich muss es wissen. Es tut mir leid. Ich muss es wissen. So, Referenzbild haben wir. Referenzbild ist da. Dann. Ich nutze aber auch die Gelegenheit, um ganz kurz eine zu rauchen.
So. Dann ist jetzt Moment der Wahrheit. So, gut. Und Neckware. Okay. Und gut. Und ja, okay. Die Satteltasche hat definitiv das Gewehr geschluckt. Schlecht. Okay. Okay, es war datenbanktechnisch in der Satteltasche. Alles klar. Gut. Wir dürfen nicht reiten hier. Ich nehme an. Okay. So, dann, wo muss ich lang? Zu dem Markt. Immer geradeaus. Und an die erste große Kreuzung links und dann ich müsste dran vorbeilaufen. Okay. Was mich noch stört, ist, dass man hinten, also von vorne sieht die Reiterhose gut aus, von hinten ist es halt, ja. Das Problem ist auch, ich überlege, ob ich noch mal die, ich brauche schon einen Arbeithäuser. Vielleicht, wenn ich habe eine Verabredung, ich ziehe einen anderen Hose an. Wir machen jetzt all Gönnis. Ah, okay. Wenn die hier reiten, dann vielleicht ist es okay. Wait,
Boah, da musste ich mal. Musste ich gerade aber übel husten. So, dann ich schreite ganz langsam Richtung Markt und lasse ich ansonsten alles, wie es ist. Ich überlege wegen Temperatur. Aber ich mag das ganz eigentlich ganz gerne mit der Krawatte und die Reiterhose dann von vorne. Ich sehe etwas aus wie ein normaler Mensch. Es ist halt immer noch ein Holzelement, aber ui. Chance wieder ein bisschen hoch. No, es geht. Es geht, es geht. Ich bin nicht sicher, ob das war ein Schuss. Ich glaube, es klappert nur irgendwas Metallisches. Salut. Gut. Ah, du sag. Salut, Monsieur. Ich wollte Ihnen noch was geben. Ich weiß gerade, ich glaube, naja. Ne, ich habe gar nichts für Sie. Fällt mir gerade ein. Oh ja, pardon. Gegen Valentine. Oh, Schlammstadt, große Ärger. Ich bin gerade etwas. Salut, Monsieur. Ich muss gerade überlegen. Okay, ich suche noch einmal Horde. Geradeaus bis Hauptstraße, eine links, dann irgendwie rechts und ach. Hallo. Guten Tag, so. Sie reiten alle in Saint-Denis. Scheint hier nicht ganz so verboten wie an anderer Stelle. Sorry, Monsieur. Oh, ich bin richtig.
Ich muss so den hier noch ein bisschen kapieren. Ja, genau, ich dachte genau, da ist der Büchsenmacher. Okay. Dann kommt gleich die Bank. Und dann kommt gleich der Stall. Links, rechts, geradeaus, links im Prinzip. Bis zum Stall. Aber wenn hier alle reiten, ehrlich, dann wird das schon passen. Vielleicht, ich kann mal fragen, einen es interessiert mich, ob man den Sohn den hier reitet und ob man reitet links oder rechts. Vielleicht die Polizei hat das so eine klare Meinung. Was war denn hier, oui? Ich frage jetzt hier die Police. Police Département Akko. Salut. Das ist schön und gut hier, aber keiner da. Oh, d'accord. Und sie können mir nicht helfen, ne? Was ist das denn hier für eine geheime Weg? Okay. Das sieht interessant aus. Ich probiere mal.
Ups. Ein kleiner Dümpel. So, dann jetzt nicht nach Saint-Denis. Es geht in die Wüste, das heißt, ich mache wieder Holzband. Und Hut. Und dafür kein Weste. Okay. Das Öl in die Wasser. Oh la la. Von Industrie. Oh la la. Alter, ich gucke noch einmal da den Rode. Dann sein Farm. Und dann, ich glaube, ich brauche etwas Holz. Ich kratze sowas von extrem an die Armutsgrenze. Ui, der Bart ist gestutzt, die Haare sind mit Pomade vollgeschmiert. Ich sehe jetzt noch ein bisschen aus wie noch mehr wie ein guter Mann. Ich bin auch ein guter Mann. Ich möchte kein Verbrechen begehen oder mich mit irgendwem anlegen. Ich mache ein bisschen Holzfällen, ein bisschen Jagen, ein bisschen Fischen und ui, eventuell dann mit einer ordentlichen Pferd. Mache ich weiter. Ich meine nicht böse Bonchance, du bist noch ein bisschen winzig. Richtung Saint-Denis mich entwickeln, ich vermute. Man muss ja hier irgendwie sein Leben leveln, oui. Oh, es ist wieder soweit. So, suche dir einen schönen Platz, Bonchance. Und es wird auch wieder dunkel, ich glaube. So, jetzt ich habe gelernt, hier wohnt jemand und das ist definitiv kein Kirsche. Letztes Mal habe ich mich total blamiert. Oh je, das ist wirklich scheiße hier. Ich mag die 7. Diese Reiterstiefel, die sind halt, ja, das letzte Element, was scheiße heiß ist für ihn jetzt. Aber die sind halt auch zum Reiten, ne? Und ich habe noch eine Strecke, eine längere Strecke vor mir. Das heißt, jetzt ausziehen, nur weil es heiß ist, und dann wieder anziehen, wenn eine lange Strecke reiten, ist so ein Thema. Jo. Alles klar. One thing kicked, kein Pferd. Shit, ich war nicht gemutet. Oh, ich blick nicht durch, ey. Gut, also ich probiere das jetzt auch nicht mehr mit seinem Wasserding. Ich habe ja gelernt, dass das Wasserding nicht funktioniert.
Also reden wir nicht von groß. Salü. Einmal die Büro, niemand da. Oh, lala. Salut, Mr. Bayard. Wo ist Mr. Hollister? Ihr Chef? Sind Sie der Filialleiter? Oh. Nicht hier, boy. Natürlich nicht. Oh. Er ist immer viel unterwegs, ich glaube. Wenn er sagt, er hat zwei Lade. Oh, hallo! How do you do? Die Sache ist, soll ich ihm schreiben einmal Post oder soll ich lieber. Ich versuche dann nochmal bei Ihnen hin. Ui, noch einmal zu Ihnen. Ich denke. Aber jetzt ist es schon wieder dunkel. Das ist auch alles sehr, sehr schwierig manchmal. Hola, señores. Sorry. Oui, attention, mon ami, pass auf. Nicht mich überraufen reiten. Oui, oui. Ich frage mich das wirklich mit den Regeln hier. Die meisten Kolonien britisch, sie waren immer mit links. Und das müsste eine britische Kolonie sein. Aber vielleicht ist es auch ein Bundesstaat mit einer anderen Regel mit rechts und deswegen, ich bin sehr verwirrt. Und das Problem ist, die Sheriff in Rot ist nicht nett, die Sheriff in Valentin ist nicht nett. Blackwater, keine Ahnung. Das sind alles solche arrogante Fatzkes. Dieser eine, der war bei Madame Dubois, dieser Reisende, der war, der sagte, er ist der reisende Deputy. Der war sehr nett. Aber wahrscheinlich aber auch nur nett wegen Madame Dubois. Ich weiß nicht. Salut. Die meisten, sie reiten rechts. Das Problem ist, die Leute gehen von Rechtsverkehr aus, weil es ein deutscher Server ist. Das RDO-Ding, also Red Dead Story, Red Dead Online, es ist Linksverkehr. 1899 in diesem Bundesstaat, nach der Law, sag ich mal, ist Linksverkehr. Und ich ziehe das auch so durch, weil es einfach für mich der historisch korrekte Kontext ist. Aber ich will es eigentlich, und es steht halt auch nicht in den Serverregeln. Die Serverregeln sind wirklich sehr, sehr kurz gehalten. Deswegen, ich muss das IC rausfinden und ich will halt, eigentlich müsste ich mal fragen,
Das Problem ist, IC mag James diese Landeier-Sheriffs nicht. Jedes Mal, wenn ich will zu die Undertaker, es ist immer dunkel, dann ist es so belastend. Ich trage jetzt absolut gar keine schwarze Klamotten. Vielleicht sie kriegen keine Panikattacke, wenn ich auf sie zuhalte. Und ich gebe ein kleines bisschen Gas. Es ist nicht ganz 100% dunkel. Schwierig. Oh, die reiten ganz woanders. So, hier. Es wird halt wieder Nacht. Das ist immer Nacht, wenn ich hier versuche. Feuer, aber ich weiß nicht, ich reite jetzt extra langsam. Police? Sein Pferd. Hallo? Ist jemand zu Hause? Ich will halt auch nicht jetzt auch komplett so in die Privatsphäre, das ist das Problem. Das ist auch jedes Mal Nacht, wenn ich versuche hier, das ist jedes Mal. Dann er ist vielleicht in Blackwater oder ich muss ihm schreiben ein Post. Ich habe keine Lust nach Blackwater. Ich brauche eigentlich ein bisschen Holz. Wir schreiben einen Post in Valentin und dann.
Vielleicht ich reiße mich auch ganz extrem zusammen und rede mal mit einem Sheriff in Volantin. Gar keine Lust. I don't know. Sie sind solche Grobhoppels. Sie sind immer wie Elefant in Porzellanladen, wirklich. Nur am Rumbrüllen. So, ich glaube, es war hier. Hier die nächste. Richtig? Volantin. Da wieder sie, wenn sie eilig alle. Oh lala. Vorsicht. Ich schaue noch einmal beim Olds vorher und wenn er da nicht ist, dann ich schreibe ihm einen Post. Okay. Was hast du gesehen? Eine kleine Schlange oder was? Das ist nicht schlimm. Dann einmal ich laufe. Ach, ich will das nicht mit dem Sheriff, aber ich will es wissen, aber sie sind doof. Ach, egal. Vielleicht sie sind nett, wenn man mit ihnen redet wie normaler Mensch. Ich weiß auch nicht. Also dann, ich gucke einmal Sheriff, einmal in den Wald und dann, wenn er dort nicht ist, schreibe ich erst ein Telegramm und dann ich fange an, Holz zu hacken. Dann machen wir es so. Wieder Zeit für Weste. Ich habe Weste an, no, habe ich nicht. Aber jetzt ist wieder Artlands, ist wieder kälter. Weste. Weiter Ding lasse ich auch an. Das passt. Ach, gut geraten, 4,9 Grad in der Nacht. Mitten in der Nacht. Ja, langsam kriegt man eine Idee von der Temperaturverteilung. Eigentlich sind alle Städte scheiße heiß, außer Valentine und Strawberry und der Norden. Um es zusammenzufassen. Sondini ist halt im Sumpf. Oats ist in der Wüste. So eine rote Wüste. Valentine ist gemäßigtes Klima. In Anführungsstrichen gemäßigt. Dann kommt halt der Norden mit scheiße kalt. Strawberry ist noch in Anführungszeichen gemäßigt und dann Blackwater, Tumbleweed, Amadeo, absolute Wüste wieder. Und Wüsten haben die eine Eigenschaft, dass sie nachts extrem kalt sind und tagsüber extrem heiß.
will kein Sheriff. Oh, ich werde nie erfahren. War nicht nie, aber. Genau. Oh, jetzt grinden gar keinen Bock. Wie gesagt, erst gucke ich, ob der Hollister da ist, sonst schreibe ich ihm Telegram und fange dann ein bisschen an. Aber ich bin auch ansonsten scheiße müde. Der Schlafrhythmus ist so im Arsch. So. Ah, jetzt, ich kann die Reiterhose ausziehen im Prinzip. Wenn ich da bin, ich ziehe die Reiterhose. Aber es ist Nacht, es ist dann wieder kalt. Oh, schwierig. Ich lasse sie an. Wegen Kälte. Und dann, wenn es. Ich schreibe ihm einmal ein Telegramm und dann, wenn es wird dark. Vielleicht kann er sagen, wo er ist oder. Keine Ahnung. Kann ich das kombinieren mit ein bisschen Geld verdienen? Und das dann eventuell wirklich mal mit dem Sarg klären. Ach. Ich sehe, wie Sie sehen, wieder nicht. Oh, nicht viel. Salut.
Oh, ich glaube, ich sehe ein weißes Hemd. Perfekt. No, es war ein Weste. Ein Weste, kein Hemd. Oh je. Sie haben zwei Saloons hier. Warum? Für maximal Besäufnis? So, es ist so eine kleine Stadt und sie haben zwei Salons. Naja, ich vermute, viele Holzfäller haben viel Durst durch. Ach, jetzt wird es wieder Tag, das ist doch verarsche. Ich habe einfach keine Lust, jedes Mal hinterher zu reiten. Rot, Blackwater Farm, Rot, Blackwater Farm. Blackwater ist auch viel zu weit weg. Ich schreibe ihm jetzt einen Post. Ist mir egal. Achso, du, ich möchte gerne einen Post schreiben. Wie ist Ben Ollister? Er hat gesagt.
So, ein Post. Vielleicht das funktioniert. Ich weiß nicht. Ich suche ihn immer überall und das, ich habe keine Lust. Oh, pardon. Ich habe keine Lust, ihn immer überall zu suchen. Das ist so doof. Er will Geld von mir. Er soll mir sagen, wann er Zeit hat. Ich meine, ich will auch etwas von ihm, aber wait. So, mal schauen, ob er seine Post prüft regelmäßig. Ich gucke schon immer ab und zu. Apropos Post, die Sally, sie hat nie geantwortet. Aber McFarlane Ranch ist auch wieder so weit weg. Vielleicht, wenn ich aber ein kleines bisschen Geld verdient, ich kann einmal schauen, Blackwater und McFarlane. Ach, ich weiß nicht, dies. So, jetzt schaue ich noch einmal nach die Sherry von dann. Die Shell ist jetzt einfach anders aus, oder? Vielleicht haben die ihr Outfit geändert und ich habe es noch gar nicht mitbekommen. Keine Ahnung. Der in Rhodes rumgepumpt hat, der war. War der immer noch weiß oder war der so hellblau? Ich weiß es gar nicht mehr. So, ich denke jetzt, ich brauche die Reiterhose nicht. Die Weste. Ah, die Weste ist nicht verkehrt, falls es ein bisschen regnet. Alle. No, no. So, einmal die Reiterhose. Hier. Und dann au revoir, bis später.
So, ich beende das an der Stelle. Ich kann vielleicht ein bisschen Offstream Holz machen. Ist ja reiner Grind und wenn sich RP ergibt, wenn mich einer anquatscht, dann starte ich einfach spontan den nächsten Stream. Ansonsten ist das hier ein ganz guter Break. Ja, an der Stelle schon mal danke fürs Zusehen. Bis dahin und ansonsten bis später, falls ihr live guckt oder halt entsprechend das nächste Video. Ciao, ciao.